Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal und somit zur zweiten Folge unseres kleinen Mais-Projektes hier gemeinsam mit dem Ansgar. Grüß dich. Grüße, grüß dir. Ja, grüße. Dem Werner grüße dich. Grüß dir. Ja, dem Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Der Tobi ist natürlich auch mit dabei. Jo, moinsen. Der Dirk. Ja, moin. Und einen Profi haben wir natürlich auch unter uns, den Merzi. Grüß dich. Profi hat mir einen feinen Tag. Genau, der Merzi sitzt... Ja. Ja. Merzi sitzt noch auf dem Häcksler. Ich bin mittlerweile in den Schlepper, in den Abfahrer gewechselt. In den 75-30er werde ich jetzt ein bisschen abfahren und wir machen einfach dort weiter, wo wir aufgehört haben. Los geht's. Mein Häcksler ist auf und ich bin auch dabei. Ja, genau. Werner, was machst du da vorne? Boah, das weiß ich noch nicht. Achso. Jetzt geht's. Warte mal, Ansgar. Halt, Ansgar. Jo, Entschuldigung. Das Storno! Ist das Auslastungs-Skript. Das hat ein Auslastungs-Skript, Werner, ne? Weißt du? Ah, nicht, nicht langsam, langsam. Ja, 5 km/h, mehr würde ich nicht machen. Maximal. 5 km/h, na klar. Ich fang mal mit einem an, ne? Und tast dich mal langsam ran. Ja? Tobi, warte. Ja, ich warte. Komm mal, das Ding ist doch gleich wieder tot hier. Nee. Ah, ich hab sogar ein Bildschirm für die Auslastung. Guck an. Richtig. Da wird dir dann auch rechts was eingeblendet unter dem Auslastungsbalken, wenn du zu hoch kommst. Wenn du die Schrift siehst, hast du noch 3-4 Sekunden Zeit. Okay, warte mal, muss man testen. Oh ja. Oh. Das wäre da einfach gebogener Häckslerfall. Ja. Ich glaube an dich. Man hat ja so viel mehr Platz als wie im Traktor. Ja, ne? Okay, ich habe immer Löhr. Oh nein, du fährst meinen Traktor, oder? Ich habe hier ein Malheur. Ich habe hier ein Problem. Ich glaube, der Dirk. Der Dirk muss mal. Beschreib mal dein Problem. Ja, einfach mich auch interessieren. Nee, das beschreibe ich nicht. Ich glaube, ich sehe ihn da vorne. Ich auch, aber ich kann es nicht definieren, was das Problem jetzt ist. Er liegt nicht an der Seite. Soll ich mit dem Abschlepphaken kommen? Besser wäre das vielleicht. Hör mal, ist sowieso noch ein bisschen Zeit, bis der nächste vorbeikommt. Komm mal rum mit deinem. Es wird immer schlechter Moped irgendwie. Ja, das mit den Drehschimmel fahren, ne? Das musst du halt auch. Ne? Du musst halt wissen, was du tust. Ja, die schieben dann so. Aha. Wollen wir vielleicht die Gespanne tauschen? Achso, jetzt muss ich hinter dir fahren, ne? Richtig. Am besten wäre so rechts in mir. Ja. Wie viel Füllstände habt ihr denn so? Na, jetzt muss man. 55%. Ja. Ansgar, du? 70. Oi, 70 schon. Oh, naja. Oi. Dann werde ich mal hinter dir herfahren, ne? Oi. Oi, so ein Fein. Warum wurde ich das jetzt nicht? Also. Ich habe letztens so ein Video gesehen, da wurde im Schlamm offensichtlich gehäckselt und da hat der Häcksler dann die Träger rausgezogen. Kommt öfters mal vor, ne, dass der Häcksler da irgendwie so auch Abschleppservice machen muss. Ich brauche doch keine Träger mehr. Ja, super. Gut. Super, der Dirk. Der hat sich schon gefreut. Einmal raus aus dem Silo. Einmal lieber 10 km fahren, nichts mehr. Ich gleich wieder zurück. Ich hab sogar eine Kamera hier für das Abladerohr, ne? Ja, ich glaube schon. Auf Epsilon. Mega. Ja, sehe ich schon. Das ist ja so cool. Eine Sache, die vermisse ich im LS echt, ne? Also auch bei den Dreschern, dass man da irgendwie so eine Kamera hat, dass man zielgenau dann auch treffen kann. Das gibt's ja bei den Standardmaschinen nicht. Nee, das kannst du nur über Modscript lösen. Na, no, rechts, ne? Ah, okay, dann. Drehe ich einmal eine Runde, ne? Das ist eine Ehrenrunde drehen, ja. Da steht der Felix aus dem Osten aber im Weg. Also der fährt aber auch mit dem Deutschen, ne? Achtung! Ja, ich wusste nicht, was ihr hier für ein Tänzchen aufführt. Ja, das war hier ein bisschen Ballett. Ich erst mal perplex stehen geblieben. So, Tobi, rechts zurück, bitte. Ja, ich drehe mal hier links rum eine Schleife. Mhm. Ah, okay. Jetzt habe ich etwas doller gelenkt, jetzt ist das GPS ausgegangen, okay. Genau.
Hast du noch nie mit GPS gearbeitet, Werner? Früher, wo es noch kein VCA gab, schon. Mhm. Bequemer Mann ist der Werner geworden. So, 95%. Felix, machen sich bereit. Ich bin dran. Und Abfahrt. So, Werner, geht los. Jo. Daniel, mach mich nicht traurig jetzt hier, ne? Der wird einfach verbuddelt. Ja, ich drück da vorne. Oh, Unfall! Merde! Was machen wir hier? Hier hat die KI einen Unfall gebaut. Was, wie schalte ich ein Allrad ein? Drama Grande, hier sind große... Auf die Daniel, ich sag schon mal toi für deine Manöver. Dirk, kannst du da eben mal gucken? Was kann ich, wo denn? Wo wir den Allrad-Tastenkombination... Oder kann ich... Achso, ja. Warte mal, wenn ich ihm das anmache, bleibt das dann... Steuerung E. Steuerung E ist es, glaube ich. Danke! So, steig mal ein. Ganz rechts unten. Ist das grün? Ja, Steuerung R. Ja. Das in der Mitte, ja? Hoppa. Wollen wir mal gucken, kurz. Ach, in der Mitte ist jetzt an, ja. Ja, ich fahr einfach los, das mach ich schon. Ja, ja Merzi, da muss ich. Fahr so rüber. Kannst du noch ein bisschen vorkommen? Fehler. Wir fahren 5 km/h. Weiterziehen, sagst du. Oh. Ich würde jetzt losfahren. Ja, fahr los. Die Handbremse ist drin, Momentchen. Jetzt geht's wohl los. Ich habe 88%. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Bahn zurückkommen. Vielleicht das Überstehende hier ein bisschen. Guck mal, meins hat reich. Ich weiß nicht, ob ich noch eine weitere... ich bin bei 94. Das bringt nichts. Ja, das sieht gut aus. Dann hau ich ab. Das ist aber auch kein Spaß hier zu rangieren, ne? Ist doch relativ eng hier alles. Ja, das ist halt ein kleiner Hof, ne? Ja, das werde ich mir gleich mal anschauen. Sollen wir zusammen parallel rangieren? Dann ist der Spaß garantiert. Oh, nicht so schnell, Daniel, nicht so schnell. Den nächsten Storno. Ich fahre 5 km/h. Okay. Aber das sieht gut aus, weiter ruhig. Ah, warte. So weit wie du kommst. Bergab schiebt er. Ja, deswegen. Ja. Und man muss vor allem in den Kurven aufpassen. Durch den Rea kann es auch gut passieren, dass es da mal ordentlich nach außen schiebt. Jawohl, das sieht gut aus. Sag mal, Merzi, du bist ja auch im Reellen beim Häckseln, ne? Wie gesagt, ich bin mal früher als Jungfahrarbeiter, das ist ja schon nächstes Jahr 10 Jahre her, auch mal Häckselei fahren. Noch Lars Jago 870. Oh. Also da gibt es auch die eine lustige oder andere, eine lustige Geschichte, kann ich auch mal erzählen, habe ich vergessen quasi auf Vollgas zu schalten und auf immer bin Granny fahren, bis ich 3-4 Meter auf immer war der Häcksler verstopft. Oh, das ist wirklich schlecht. Ja. Das ist Zeitverlust von wie viel? Wie lange brauchst du, um den wieder freizukriegen? Beim Mais, ja, dann muss ich die Bleche da aufschrauben. Ja. Eine halbe Stunde hat auch gedauert, glaube ich. Oha! So, Daniel, ich würde kurz rumfahren. Wie war die Stimmung am Set? ja, ganz. Da haben sie nicht gemeckert, haben gesagt, kann passieren, ne? Ja, das ist einfach aufgeregt gewesen, ne? Weil der Stammfahrer hat damals mal gesagt, wenn du rausfährst, dann machst du auf Halbgas, ne? Und mit rausgefahren, dann bin ich, hab ich vergessen, wie auf Vollgas zu drehen. Und immer standig. Tobi, bitte von der anderen Seite mal den Silo fahren. Und dann recht nah an der Silowand fahren, damit du da nicht festhängst. Immer weiter Gas geben, ich richte mich nach dir ein bisschen. Ja, gib schon Gas. Oh. Ein gespieltes Team hier, ist ja ein Traum. Unglaublich. Ah, 5. Das ist ja die erste Aufnahme in dieser Konstellation hier. In der Konstellation auf jeden Fall, ja. Und das läuft. Ja, schon gut, schon richtig gut. Brauchst du einen gelben Schein, Merzi?
Ich wollte mitfahren, aber. Achso. Hätte die Tür zu, also. Steig jetzt nicht von jeder. Dicht an der Silowand, hast du gesagt, ne? Ja, also jetzt nicht übertreiben, ne? Aber. Ja, gut. Nicht, dass du da festhängst. Es geht nur darum, dass du nicht festhängst. Du hast ja einen Abschiebewagen, ne? Kein yes, Kieber, Sir. Ja. Siehst du, perfekt. Ich versuche mal mit 8 km/h durchzufahren. Ich hoffe, das passt. Mach mal. So, ich nehme jetzt mal gucken, wo wir runterfahren wieder. Den Kram ein bisschen weg, ne? Das ist halt Seite, etwas oder? Langwierige. Mein Preis jetzt einfach. Ja. Hätte ich gesagt. Aber ich glaube, dass wir diese Folge das Feld fertig bekommen hier. Ja, wir müssen vermutlich noch umziehen. Moin, ja, ich dachte, wir klingeln mal an hier. Moin! Grad schlecht. Oha, hier ist ja richtig Betrieb. Wir erwarten gerade einen Besuch hier. Rote machen sich vom Acker. Herr. Hier ist ein Streifen. Herr Agrarplay. Ja, hier. Bitte rückwärts in dieses Kai-Silo, bitte. Ja. In einem Zug. Guck dir das mal an, Dirk. Ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Es ist, ich bin begeistert. Bei dir brauche ich gar nichts mehr sagen. Wenn du begeistert bist, dann bin ich auch begeistert. Sehr schön. Ui. Ich sag's. Beste. Hin, Werner. Ja, du, Also. Hä? Dirk, ich will hier den Plan vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Das Füllvolumen meiner Schaufel vom Frontlader ist so gering und. Obwohl es wenig aussieht, scheint hier doch eine ganze Menge zu liegen. Es könnte sinnvoll sein, beim örtlichen Händler nochmal nach einem Radlader zu fragen. Ja, ich könnte auch versuchen, diese Großmenge zu schieben mit dem Lagerschild hier. Yeah. Und du würdest nur, warte mal, versuchen, dieses Zeug hier noch wegzukriegen. Wir wollen das ja nicht vergammeln lassen hier, ne? Ja. Das ist vielleicht nicht ganz so viel. Und dann versuchen wir dies mit dem Schild hochzuschieben. Wie weit ist denn das jetzt hier nach hinten? Hoppala. Jupp. Noch ein Stück. So, meinte, das mit den Abfahren wird auch immer schlimmer, ne? Was ist hier eigentlich passiert? Wieso ist das hier so weit vorne und hinten? Was meinst du? Das Zeug? Ja, das Zeug. Ja, das ist, weil der erste Abfahrer ist ja hier so ein bisschen quasi am Baum hängen geblieben. Und dann hat sich hier neben dem Baum auf dem Weg zwischen Silo und und Kuhstall, da hatte sich dann so ein großer Berg gebildet. Den musste ich da erstmal wegschieben. So immer weiter. Ja, und dann dadurch ist das passiert. Ich bin mal wieder weg, Jungs, nicht? Nee, ich krieg das Felix? Hier auch nicht, ich krieg das hier gar nicht gefasst. Hauptsache hier zwischen den Bäumen, dieses, was ich da vorhin gezeigt hatte, das ist so ein bisschen. Ja, auch das habe ich, aber das ist das gleiche Problem. Also man kriegt mit der Schaufel das nicht so gut aufgenommen. Das ist irgendwie. Von Schaufel zu Schaufel variiert das sehr stark. Ah, was du man Jammerer. Kommt. Was ist denn das? Sag mal. Dein Selbstbewusstsein, das will ich haben. Ne? Ich weiß, was noch nicht zu Weihnachten bekommt. Frechheit. Denk an den Ohrfeigenbaum. Da hat jemand gerade dran gerüttelt, du. Also selbst zwischen den Bäumen liegt jetzt noch ein bisschen was. Was ist denn da vorgefallen bei euch? Es wurde auch an Baum. Hätten wir doch mit mehr Drehschirmeln abfahren sollen. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Im Nachhinein muss man sagen. Ja, an mir lag es jedenfalls nicht. Nein, natürlich nicht. In diesem Fall. Sag mal, Daniel, du rüttelst wirklich, ne? So, Daniel, ich würde sagen, dann nehmen wir die letzte. Ja. Ich bin ein geduldiger Mensch, ne? Aber irgendwo hört es auf. Noch ein bisschen Platz macht. Ich mach Platz. Wie, habt ihr das Feld schon runter hier? Ja, natürlich. Ja, siehst du. Ja. Also, Ansgar, wenn du siehst, dass der Deutschfahrer kommt, ne? Also ich glaube, dann müsste das sein, ne? Ja. Ja. Wo, bist du dann, auf dem Weg? Nee, noch nicht. Dann halte ich bereit. Ja, ich überlege, ob ich gleich hier bleibe, aber wenn du das noch nicht weiter, auf dem Weg bist, dann bleibe ich, glaube ich, nicht hier. Ich denke, wir werden umsatteln müssen auf ein anderes Feld. Ja, Werner kriegt da oben alles weg, ne? Jo, ist alles weg. Daniel bekommt alles drauf, also... Okay. Wir fahren jetzt perfekt. Zur 4, oder was war das, ne? Ja. Ja...
Dann warte ich an der 4. Ja. Auf 4, ja, okay. Ja, aber dann fahre ich gleich weg, weil es lohnt sich dann nicht mehr. Bin schon fast bei 90%. Ach du, warte mal, dann komm ich noch her. Dann kann ich noch was mitnehmen. Oder Tobi, bist du auch leer? Ich bin auch leer. Gut, ne? Dann können hier, wer ist das hier? Nee, es ist ja gleich leer. Braucht er nicht mehr warten oder so. Aber ich glaube, am nächsten Feld will er erstmal ausleeren gehen davor. Ja, das meinte ich. Ja, dann machen wir jetzt dann entsprechend auch die andere Variante. Nicht das, was wir in der ersten Folge hatten mit den beiden Drehschemeln, sondern wir fahren direkt hinterher. Ist jetzt die Frage, machen wir das in dieser Folge noch? Oder sehen wir das sonst in der nächsten? Ich denke, das kriegen wir uns, also den Anfang kriegen wir noch in dieser Folge hin, oder? Ja, doch. Also ich fahre gerade hinter Merzi her, wir sind ja schon an der Unterführung. Wir sind gut unterwegs. Gibt es irgendwas zu beachten bei dem Ding, beim Zusammenklappen? Rohr einfahren, Gebiss zusammenklappen, dann hast du an der Feldeinfahrt noch so ein, der Fachbegriff fällt mir jetzt nicht ein, so ein Schutz, den du davor anbaust von außen. Ah ja, okay. Und am Ende nochmal kräftig gegentreten. Nur so läuft es. Und zweimal die Hupe betätigen. Und dann beten. Hände falten und beten. Was ist denn mit der Kolonne? Ja, ne. Steht. Die erscheinen. Ja. Oh, oh. Aber die Massagefunktion im Häckselende. Gerade gesehen, dass man noch ein bisschen höher schalten kann, das wunderschöne Ding hier. Hast du dich mit dem Häcksler durch die Unterführung? Ja. So, okay. Felix, fährst du jetzt erstmal noch hinter Merzi her oder wie sieht das aus hier? Ach, du kannst von mir aus auch reinstechen, ich fahr hinterher. Das wird dann eh nochmal spannend, wie wir das hier in dem Feld machen. Okay. Wo bist du denn gerade drin? In welchem? Ich bin direkt da. Ach so, und wie viel hast du drin? Hier. Nischt. Ach so. Ja, dann, Lösch. Nee, ich fahr mal. Fahr mal. Ich fahr euch hinterher. Aha, hier rechts überholen. Ja, ich muss, glaube ich, rechts ranfahren. Kommt Auto! Na egal, bin ich schon drin in der Kreuzung. Fahren wir hier jetzt. Ja, also wie ist denn das, Merzi? Wenn man so ein bisschen Grünstreifen hat, den kann man mit nutzen? Also wenn wir so einen Grünstreifen haben oder so, sag ich jetzt mal, da fahren wir dann halt auch daneben, ne? Ja. Wenn da keine Gefährdung ist durch einen Graben oder so, natürlich, ne? Ja. Da vorne kommt eine Gefährdung durch einen Stein. Das wird ja spannend. Tobi? Ja. Willst du hier bleiben? Dann würde gleich die zweite Vorgewende anreißen. Hast du vollkommen recht. Das stimmt, mach das so. Und wenn ein Feldweg daneben ist, dann fährst du halt daneben, ne? Na, für einen Abfahrer daneben. Nehmt die verschiedensten Varianten. Der eine macht das so, der andere macht das so. Das könnt ihr vielleicht auch nochmal in die Kommentare schreiben, ihr lieben Zuschauer da draußen. Wie ist das bei euch üblich? Gerade im Anhäckseln. Würde mich mal interessieren. Jo. So, oh. Der Deutz ist hier in der Nähe. Braucht ihr jemanden, der einen Haken hat? Ja, das mache ich anders. Fahr dir hinterher. Hola, hola. Ich bin da. Ja. Wir losgehen. Ansgar? Moment. Ja. Du müsstest von hier vorne kommen, Daniel. Also hier und dann relativ nah an der Mauer. Aber Ansgar, Felix, wollte hier übernimmst du mal kurz meinen Hobel das hier? Das wirst du nicht schaffen. Deinen Hobel? Deutsch, jo. Warte. Wenn du stehen bleibst? Oder schalten die Hütte da. So. Ja, also ansonsten müsstest du gerade warten, dann zieht Ansgar dich da hoch mit dem Haken. Ach so, ich soll deinen übernehmen direkt. Entweder meinen oder ich fahr kurz zur Seite. Ich kann auch schnell zur Seite fahren. Mach mal so. Ups, das ist aber... So, ich nehme schnell das Taxi. Wir müssen den einmal kurz abbauen. Da ist ein bisschen Gras reingekommen. Ah ja. Ich sag's dir. So, ja, Freunde, so da sehe ich ihn doch. Da, Herr Meier. Ansgar, in der Halle da hinten. Herr Meier. Ja. In der Halle. Irgendwo hier hinten. Da, jo, ne? Hab ich ihn schon gesehen. Sollte alles wieder dran sein. Ehrlich. Dann was kabel den mal an hier. Moment. Merzi, kannst du mal kurz warten? Was macht ihr da? Ja, wir Brava ziehen hier den kraftvollen Deutz
Ja, das möchte ich. Das möchte ich mir auch angucken. Ist ja Geier, ne, Tobi? Also, ja, das die Lust an der Sensation. Mal normal. Sensationsgeilheit. Ja. Ach, da hat die Leistung wohl doch nicht gereicht. Wisst ihr was? Ohne schlechtes Gewissen. Hör dir das an. Ohne schlechtes Gewissen. Naja. Oh, wo sind wir bitte hier? Ich stehe hier, ne? Auf wen bin ich denn da gerade drauf? Ja, also. Also ich denke mal, der Silo-Walzer hat nicht vernünftige Walz. Deswegen hat er sich das gefahren. Ja. Oh. Ganz böse Falle. So, das erste Mal, dass wir das so schön in Einsatz sehen. Ich bin gespannt. Theoretisch ist es so, dass man mit dem Röverpack, da wir hier einhaken und nicht ankoppeln, das Ganze natürlich auch mit dem VCA im Verbund nutzen können. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Schauen wir mal, wie sich das in der Praxis jetzt... So, jetzt sagt mir mal, ob ich noch zurück muss oder nicht. Ich sehe das von hier. Mach mal noch ein bisschen runter. Noch ein. Fahr mal ein Stück vor. Der Beton. Ja. Nee, anders. Das andere vor. Nee, wieder hoch und wieder zurück, bitte. Ah, nur ein bisschen hoch. Ja, jetzt nochmal zurück. Ja, Stück, halt. Mach mal runter. Noch ein Stück zurück, kleines Stückchen. Ganz kleines. Stopp. Und runter. Jetzt müssen wir eine Angel haben, ja. Jetzt hast du eine Angel. So, jetzt läuft das hier. Herrlich. Wie sie hier alle gucken. Boah, das sieht man nicht alle Tage hier. Ne? Macht dann noch ein Laserfoto und schickt es an die Bild. Ja, Herr Meier und Gas. Ja, ich mach erstmal hier, Moment, ich muss mal kurz den hier machen. Männer, wie lang braucht ihr denn da noch? Warte. Soll ich schon den ersten Ausland nehmen? Ja, bitte, mach ruhig. Funktioniert. Aber wenn es geht, dabei weiterfahren. Hält wie lädt der aus, hat der Gerät was? Nee, ist richtig. Komm. Weiter. Fahr! Okay, Merzi, wir können weitermachen. Okay. Ich habe alles gesehen. Zweiten bitte. Au! Muss das neu starten? Ja. Sehr gut. Der Daniel, ein Fachmann in seinem Gebiet. Ja, definitiv. Eine Koryphäe. Fahr. Ja, okay. Dann darf ruhig weitergehen. Überlädt er mich? Rechts. Gleich aus. Ja, herrlich. Passt. Merzi, kannst du nochmal bitte einklappen und wieder ausklappen? Irgendwie trifft er gerade nicht. Heiß. So, danke, Jungs. Das war sehr gut. Bin begeistert. Mit dem Herrn Meier. Stets bemüht, möchte ich sagen. Ja, ne? Es ist, war schon immer schwierig, ne? Oh, was für eine schöne Wende. Sehr gut. Ach, herrlich. So. Jetzt passt das. Schneller? Naja, ich muss. Ja, aber ich habe ja hier auch Bäume, Merzi. Ich kann nicht so weit vor. Liebe Leute. Es ist soweit, ne? Ich warte eigentlich nur darauf, dass gleich einer aussteigt und dem anderen mal die Scheibe eintritt oder so. Warte! Wie bitte? Wir sind ja nicht im Pharma-Town. Der Ton wird rauer. Der Ton wird rauer. Ja, ja. Wer von euch beiden ist denn hier eher voll? Der Felix oder der? Ich nehme an, der Tobi. 50%. Ja, ich auch. Gut, das ist interessant. Ja, dann bist du aber schneller voll. Ich glaube, du hast weniger Volumen. Immer fahr. Gut, ne, ich muss hier gucken. Guck mal, hier haben wir wieder einen Baum. Ich muss hinter deine Persönlichkeit. Ich komme hier sonst nicht vorbei. Hinter deine Persönlichkeit? Ja. Gibt's Alternativen? Hinter das große Ego und das nicht viel Platz. Soweit ich Platz hab, fahr ich gern neben dir, kein Ding. An sich mach ich auf Arbeit, wenn man so nimmt, am meisten mit GPS. Ist das nicht, also ich meine, ihr habt ja da, du bist ja dann vermutlich irgendwo da in Mecklenburg-Vorpommern, ne?
Ist nicht weit ab Brandenburg, ne? Achso. Ja gut, aber die Felder werden ja ähnlich groß sein. Ist das nicht langweilig, den ganzen Tag auf einem Big M zu sitzen und eine Bahn nach der anderen zu fahren? Nee. Nee? Also wie gesagt, ich fahre lieber längere Bahnen, wie ich sage jetzt mal, als wenn ich so eine kurze Bahn habe. Weil da bin ich nur am Meckern, so eine Pissenden hier, so eine Pissstücke. Ja, da muss also, man hier, da muss gesagt, man hier hinkommen. Hier gibt's nur solche, wie du es gerade genannt hast. Ja, und wie gesagt, und wenn du nebenbei noch einen Livestream zu loben hast und die Leute so ein bisschen unterhalten kannst, ne, das macht richtig Fun. Ja, gut, also mir macht das richtig Spaß. Ne? Das können und die Leute wissen. Können sich das nicht vorstellen. Wie gesagt, wir hatten ja dieses Jahr einen Luzernenschlag mit 150 Hektar, das konnten diese Leute nicht vorstellen. Die 150 Hektar in 8 Stunden, da denken die, bist du immer noch nicht fertig? Ne? Na, 150 Hektar, hallo. Ja. Wie lange brauchst du für 150 Hektar? Ja, da kommt immer drauf an, sag ich jetzt mal, ne? Wie ist der Bestand, wie schnell kann ich fahren, sind viele Hindernisse. Ah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich denn da gebraucht für den Schlag? Hoppala. 9 Stunden oder so, 9-10 Stunden? Hoppala. Ui, das geht komplett nonstop. Der Big N, wie viel Meter macht der? Also meiner hat, also ich habe den Big M 420. Wie gesagt, der ganz neue ist ja der 450er. Der hat 9,90 Meter. Meiner hat noch 9,72 Meter. Muss wieder abhängen. 9,72 Meter. Ja, okay. 91% Füllstand. Wie gesagt, beim Mulchen habe ich 9 Meter. Ich schnurre mich ran. Was ist hier los? Feinsten. Einmal ins Keilsilo, hast du gesagt, ne? Felix, du musst mehr links, rechts fahren. Ne? Ah. Sonst bleibst du auch in Bäumen hängen. Mehr rechts, sagst du? Jetzt. Der schiebt ja nicht an, der kippt, ne? Ja, wie gesagt, und der muss noch ein bisschen halten. Aktuell hat dieses Jahr da seine 25.000 Hektar geknackt. Wir haben seit 2015. 25.000 Hektar? Ja, wie gesagt, der macht, musst du dir so vorstellen, der, wie gesagt, wir machen so im Schnitt so 850 Hektar Grünland und da und plus ungefähr 300 Hektar Luzerne. Und dann, wie gesagt, also die machen 4 Schnitte im Jahr, ne? Also kannst du sagen mal 1000 so ungefähr, bis zu 4000 Hektar im Jahr nur mit Grünland, Luzerne und dann kommen nochmal ungefähr 1000 Hektar mit Mulchen mit dazu, ne? Boah, heftig. Ich werde ja immer oft gefragt, lohnt sich denn so ein Big M bei euch überhaupt und so weiter und so fort und mein Chef dann auch, die kriegen oft die Frage, lohnt sich so ein Big M denn überhaupt? Dann sagte mein Chef auch, wenn der sich nicht bei uns lohnt, wo denn dann, sagt er dann. Ja, stimmt. Und dann, wie gesagt, der Alte hat 35.000 Hektar erhalten und da unterhält man sich schon, Mensch, was willst du als nächstes kaufen? Er sagt, ja, er wird gerne wieder ein Big M kaufen, weil halt durch die Wendigkeit, hat er gesagt, ne, durch die Hinterradlenkung bist du halt ziemlich wendig und so, ne. Sagt er, ja, der gefällt ihm sehr gut, hat er gesagt, wir haben auch ein paar kleine Wiesen, haben wir ja auch, ne, wir haben nicht nur diese großen Hoshi-Wiesen und er sagt, ja, da bist du deutlich wendiger wie mit dem Traktor, mit einer Kombi, ne. Und der große Vorteil beim Big M ist ja auch, du kannst in 90 Grad Kurven rumfahren und das bleibt nicht stehen, ne? Mhm. Wie gesagt, Ansgar kennt das, der kann mich schon mal gesehen, wo er in seinen Videos mit seinen Fender gefahren ist. Ja, das war ja nur ein Hektar. Ja. Also das war wirklich ganz mini. Aber auch sonst, also Dirk, wir wohnen ja in einer relativ ähnlichen Gegend, ne? Wenn hier jemand mit 25.000 Hektar ankäme, ne? Das wäre ein Exot. Also, ich weiß nicht, was hier normal ist, aber 1000, bitte? Das ist ja fast das ganze Bundesland. Ja. Ja, gefühlt schon. Also, ich glaube, allein 1000 Hektar sind hier schon unüblich. Ja, ich habe das Gefühl. Also, 1000 Hektar hat hier bei uns kaum jemand. Bei uns in der Nähe. Saarland oder was? Luxemburg. Berlin. Ja, ja. Berlin. Berlin ist doch größer wie Saarland, oder? Ja, das ist grad, bist du voll? Nee, ne? Nee, aber obwohl ich sehr lange... Hört dich so an, oder? Ja, obwohl ich... was soll ich machen? Soll ich mal hier versuchen? Ja, das ist halt sehr eng. Mach ich hier ein bisschen was kaputt. Eng ist doch gut. Hä? Warte mal, wenn wir stehen, bitte. Hallo, Storno! Cut. Alles auf Anfang. Wir müssen nochmal neu machen hier. Na, um Gottes Willen. Tobi, ruhig wieder von der anderen Seite. Jo.
Ja, da läuft der Krone dafür heute sauber, ne? Das möchte ich ja nochmal an dieser Stelle behaupten. Naja. Was hat man beim Test nochmal? Ah, geht weiter. Links oder rechts davon jetzt, Merzi? Oh Junge, das ist knapp. Ja, du kannst nur links davon, Werner, weil der Daniel ja nicht anders kann. Stimmt, Entschuldigung. Ich kann nicht, ich bin eingeschränkt. Ja. Wir nehmen dich so, wie du bist. Ja, danke. Das andere bleibt uns vermutlich auch nicht übrig, ne? GPS laden. Moment. Ansgar, Werner, schick mal einen Abfahrer durch. Der Ansgar ist gleich voll. Wir brauchen jetzt einen. Das ist natürlich sehr zeitig gemeldet. Ja, wir waren hier ein bisschen mit anderen Dingen. Oder ich war jedenfalls auf andere Dinge konzentriert. Und dann fahre ich jetzt mal hier noch, ich fahre mal ein bisschen zurück, dann kannst du übernehmen. Ja. Kannst mal probieren, hinter dem zu fahren, aber ich musste jetzt auch neben dem fahren eben, keine Ahnung, das war irgendwie ein bisschen komisch. Das GPS-Menü zu öffnen? Alt X, Alt Steuerung links S. Ja. Ah, stimmt. Ja. Alt der 4. Nee. Ja. Oh, das ja. Danke. So, Herr Agrarplay. Ja. Scheiße. Was halten Sie davon? Hören wir uns den Rest. Ja, ne? Vielleicht in der nächsten Folge. Ich denke auch, wir haben eine ganze Menge gesehen. Schauen wir mal, was in der nächsten Folge noch passiert. Kommen wir zum Ende dieser Folge. Ihr werdet natürlich auch, wie das schon in der ersten Folge der Fall war, in den entsprechenden Videobeschreibungen auch die anderen Sichtweisen zu Gesicht bekommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Wir sind gespannt drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns doch alle in der nächsten Folge dann entsprechend wieder, wenn wir hier mit dem Mais weitermachen. Genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. In der nächsten Folge erwarten uns dann nochmal ein paar Abfahrer, Häcksler und Verdichter hier. Bleibt gesund und munter. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.